Hallo, ich bin die Heidi und bin Mama von zwei Kindern, von zwei Burschen. Wir waren letztes Jahr im Dezember im Hallenbad in Riert für einen schönen Familienausflug. Und dann ist es passiert. Ich habe mit meinem kleinen Sohn, mit dem Leonhard, bei der Rutschen gespielt, bis da so vor mir dann ein Schrei neben mir war. Es hat der Papa von einem Kind geschrien, wie er gemerkt hat, dass sein Dirndl am Beckenboden liegt. 2 Meter neben mir und ich habe es nicht gemerkt, wie das Mädchen untergegangen ist. Wir haben es sofort rausgezogen aus dem Wasser und ich habe mit den ersten Hilfemaßnahmen angefangen. Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage. Nach einigen Minuten, ich kann nicht mehr genau sagen, wie lange das gewesen ist, hat das Dirndl angefangen, wieder zu schnaufen und auch wieder den Rest auszuspucken. Wir haben gesehen, ja, es hat geholfen, dass man sofort die erste Sekunde angefangen hat mit den ersten Hilfemaßnahmen. Dem Dirndl ist nichts passiert, sie hat nur 3 Tage im Krankenhaus bleiben müssen, hat keine Folgeschäden und darum ist es so wichtig, dass man sofort anfängt mit der ersten Hilfe. Nach der ganzen Geschichte, die Gott sei Dank positiv ausgegangen ist für das Mädchen und natürlich auch für mich, habe ich dann im Jänner zusammen mit meinem Mann einen Kinder-Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Wenn man selber 2 kleine Kinder hat, ist ganz wichtig, dass man weiß, was man in so Notsituationen zum Tun hat. Man vergisst das einfach ganz schnell. Und darum kann ich nur empfehlen, macht einen Erste-Hilfe-Kurs.